Je, es gibt was Neues vom toten Kaninchen, der Dead Rabbit V2 RTA. Den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Hey Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu dem Dead Rabbit V2 RTA aus dem Hause Hellvape. Dual Coil Verdampfer, Map Bubble Glass, 5 ml an Liquid passen rein. Irgendwie die Schärfe klappt heute nicht so richtig. Ja, sie haben die V1 nochmal genommen, haben einige Sachen verändert. Das Grundgerüst und Konzept ist eigentlich gleich geblieben. Wir haben ein Top-Airflow-System, wir haben die Wicklung irgendwo unten sitzen und ja, wir haben ein recht offenes Gerät. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Detailansicht, dann schauen wir uns mal an, was da so alles mitkommt und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und zum Geschmackstest. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first. Hier haben wir also die Verpackung des Dead Rabbit RTA V2. Auf der Rückseite können wir sehen, welche Features das Gerät hat und was mitkommt. Machen wir das Ganze mal auf. Dann finden wir im Inneren einmal natürlich den Verdampfer selber und hier in diesem Karton noch so ein bisschen Zubehör. Wir kriegen zum einen hier diese Ohrringe mit. Dann gibt es nochmal Coils. Wir kriegen Ersatzschrauben mit. Das sind in diesem Fall aber Inbusschrauben. Die verbauten sind Schlitz. Dann gibt es hier noch dieses Ersatzdichtungsteil für die Befüllöffnung, einen Allen-Key und einen Schraubenzieher. Okay, so viel zum Verpackungsinhalt. Kommen wir jetzt mal zum Gerät selber natürlich. Erstmal, das hier ist die Gunmetal-Farbe. Die anderen verfügbaren Farben blende ich euch mal eben kurz ein. Da gibt es nochmal eine matte schwarze Version, Edelstahl, Gunmetal, Regenbogen. Dann gibt es nochmal Full Black, die matte Version. Da ist der Dead Rabbit, das Logo auch nochmal in schwarz gefasst. Matt in Edelstahl, in Blau, Gold und Purple. Ich glaube, da sollte jeder für sich das Passende finden diesmal. Das Gerät hat eine Gesamthöhe von 50,5 mm und einen Durchmesser von 25 mm. Es kommen zwei verschiedene Tanks mit. Das ist einmal der Straight Glass Tank, der hat 2 ml Füllvolumen und der jetzt hier verbaute Bubble Glass Tank, da passen insgesamt 5 ml rein. Wobei hier bei einem Dual Coiler haben wir natürlich einen entsprechenden Liquid Bedarf. Da macht es schon Sinn, auch dann das Bubble Glass zu verwenden. Gut, fangen wir wie immer einfach mal im oberen Bereich an. Wir haben hier ein klassisches 18er Drip-Tip, was aber so ein bisschen noch speziell ist. Das hat hier unten wieder so einen längeren Penüppel. Das ist sowas wie eine Kindersicherung. Solange das Drip-Tip drinsteckt und ihr das auch verwendet, funktioniert der Schiebemechanismus vom Befüllen nicht. Wir haben hier nochmal so eine Nut reingefräst, die dafür sorgt, dass das Ganze auch gut einrastet. Und die Aufnahme hier ist wesentlich tiefer geworden. Beim Vorgänger, da passten nicht alle Drip-Tips komplett rein von der Länge her. Das haben sie hier auch nochmal gelöst. Dann haben wir hier einen O-Ring, der das Ganze natürlich dann festhält. Und dann sehen wir ja auch schon runter Richtung Wickeldeck. Der Pfeil zeigt es uns hier so ein bisschen. Wenn wir in die Richtung drücken, dann ist dahinter unsere Befüllöffnung. Wie gesagt, ihr müsst das Drip-Tip abnehmen zum Befüllen. Das heißt, wenn wir jetzt hier drücken, dann funktioniert der Push-Mechanismus nicht. Wir können aber hier diesen ganz oberen Bereich so ein Stück rausdrehen. Da muss man sich aber leider merken, wo der Push-Mechanismus war. Dann kann man es auch mit aufgesteckten Drip-Tipp machen. Warum? Was machen wir, wenn wir hier drehen? Die gesamte Topcap lässt sich hier auch nochmal abdrehen. Das heißt, wir heben dann das Drip-Tipp eigentlich mit der Aufnahme und dem O-Ring hier so ein bisschen ab. In die eine Richtung blockiert das Ganze hier. Das ist ja dann auch für den Befüllmechanismus relevant. Und sobald wir dann die Kappe abgeschraubt haben, können wir aber auch in die andere Richtung schieben. Dann können wir hier dieses Teil aus der Schiene halt komplett rausnehmen und können dann auch hier das Dichtungsgummi tauschen. Also das haben sie hier nochmal ein bisschen angepasst. Beim anderen hatten wir ein ganz normal klassisches Topfel und hier haben wir jetzt einen Schiebemechanismus. Ich finde den okay. Diese Gummis sind zwar immer so ein bisschen anfällig, aber wir haben wenig Kompression beim Zumachen dadurch und keine Verdichtung. Und das ist bei einem Gerät, was kein Topcoiler ist, natürlich dann immer ganz angenehm. Dann haben wir hier unsere Airflow. Die lässt sich stufenlos einstellen hier. Beim Vorgänger konnte man die so oft um die Kurve drehen, wie man wollte. Die hat jetzt hier auch nochmal einen Anschlag bekommen. Ja, macht das Gerät jetzt nicht unbedingt besser in dem Sinne, aber ist halt nochmal. Man auch im Dunkeln hier so ein bisschen agieren
Und ja, zwei verschiedene Gläser kommen mit. Ich habe jetzt hier mal das Bubbleglas drauf gemacht, weil ja in der Benutzung mit Dual Coil und schon höheren Settings die 2 ml hier natürlich ein bisschen wenig sind und mit einem 5 ml Tank. Das passt schon mehr dann zum Gerät und den Setups, die ich glaube, man da generell dann auch drin nutzt. Wir haben hier oben und unten diese Verzierung, die finde ich eigentlich recht hübsch gemacht. Das sind diese keltischen Knoten, die sich hier fortsetzen. Und auf der Tankglocke haben wir hier dann nochmal das Dead Rabbit, den Schriftzug, also nicht das Logo und dass es die V2 ist. Und hier auf der anderen Seite dann das Logo mit dem Kaninchen und den versteckten Verdampfern dahinter. Dann haben wir unten unseren 510er-Anschluss und da habe ich jetzt gedacht, was ist das denn hier? Da habe ich mich dann nachgeguckt auf der Webseite. Das ist ein Kunststoffring, der dafür sorgen soll und der ist hier einfach nur aufgeschraubt auf den 510er, den könnt ihr natürlich auch abmachen, dass sich die Wärme des Verdampfers nicht auf euren Akkuträger komplett überträgt. Klar, wir haben hier noch über den 510er natürlich einen kompletten Kontakt zum Metall. Hier geht natürlich noch so ein bisschen Wärme drüber und das soll aber hier nochmal dann der Hitzeisolierung dienen. Das sitzt hier in dem Rand drin. Das steht wirklich nur so ein, weiß ich nicht, Zehntel Millimeter dann auch über diesen Rand hier drüber. Also wir bekommen da jetzt nicht ganz viel Abstand zum Akkuträger durch. Sieht also optisch noch gut aus. Und dann steht noch hier der Importeur, der Hersteller und wie das Gerät heißt. Der 510er-Anschluss steht weit genug raus, dass er auch auf einem Hybrid eingesetzt werden kann. Man muss hier natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil hier so ein Metallrand ist. Hier ist aber auch nochmal ein Isolator, der da so ein bisschen höher sitzt. Also in der Regel, selbst wenn ich meinen Akku jetzt damit eindrücke, werde ich wahrscheinlich hier keine Kurzschlüsse auslösen damit. Und dann kann ich natürlich hier im unteren Bereich so wie immer das Ganze drehen. Kommt dann zu meinem Wickeldeck. Hier ist noch die Wicklung drauf. Und dann können wir hier im Inneren uns mal die Glocke anschauen. Da sehen wir auch schon die Airflow. Da waren im Vorgängermodell ganz einfache Schlitze. Und hier haben wir jetzt nochmal eine Honeycomb bekommen. Und dann seht ihr hier noch seitlich, da ist so eine Lücke entstanden. Hier, dieser ganze innere Teil, der kann sich drehen und uns auch mitdrehen. Wir haben nämlich hier am Sockel seitlich nochmal diese Metallteile, die hier so ein bisschen höher stehen, wo die Watte ja dann dahinter herläuft. Und die greifen dann hier in diese Lücke rein und fangen an, dann das ganze innere Teil mitzudrehen, sodass die Airflow halt auch immer komplett zum Verdampfer ausgerichtet ist. Und ja, den Glastank können wir hier natürlich abnehmen. Der Straight Glass sieht zwar hübsch aus, aber wie gesagt, mit dem Bubble Glass, die Reichweite braucht man hier schon. Ja, dass die Airflow hier nochmal so ein bisschen angepasst haben, macht natürlich auf den ersten Blick erstmal Sinn. Honeycomb, zumindest in meiner Erfahrung, bringt immer nochmal so ein bisschen mehr Geschmack raus, weil sie natürlich auch nochmal ja, so einen Zugwiderstand schafft, weil wir ganz viele kleine Düsen, sage ich mal, dann bekommen. Hier ist nun natürlich ein relativ dünnes Blech verwendet worden im Inneren. Kommen wir gleich nochmal im Fazit zu. Das hat dann in der Regel immer, weil da auch scharfe Kanten drin sind und wenn diese Löcher nicht eine gewisse Länge besitzen, akustische Auswirkungen. Also er wird dadurch so leicht pfeifig. Kommen wir aber auch gleich nochmal im Fazit zu. Gut, kommen wir mal zum Wickeldeck. Ich hatte den jetzt hier auch mal mit den mitgelieferten Coils getestet, also die, die dabei waren. Die sind geschmacklich ganz okay. Okay, spritzen halt irgendwie so ein bisschen. Ich würde sagen, wir packen heute jetzt hier mal beim Wickeln ganz einfache Standard-Coils aus Edelstahl rein. Wir haben auch hier wie beim Wickeldeck wieder diese Hasenohren. Das soll das hier so ein bisschen ja symbolisieren, das Deck. Das Goldene ist halt hier dann entsprechend der Pluspol und die silberne Seite ist dann entsprechend Masse. Wir können das Ganze Single- und Dual-Coil wickeln, aber wir haben schon in der Airflow gesehen, eigentlich macht es hier Sinn, zwei kleinere Coils einzubauen und nicht eine große. Ich hatte auch schon versucht, hier zwei 4 mm Coils einzubauen. Die haben jetzt hier, glaube ich, einen Innendurchmesser von 3 mm, wenn ich mich noch genau erinnere. Also 4 mm ist auf jeden Fall zu groß. Ihr müsst gucken bei den Coils, wenn ihr einbaut, dass ihr nicht zu hoch macht, weil wir haben oben die Airflow, die ist aus Metall und auch das hatte ich im Test. Wenn wir die zu hoch einsetzen, die Coils, dann führt das entsprechend dazu, dass ihr dort einen Kurzschluss habt. Wir haben hier auf beiden Seiten recht große Taschen. Die reichen zumindest mal für das, was an Watte aus einer 3 oder 3,5 mm Coil kommt, eigentlich aus. Müsst ihr nicht viel ausdünnen. Bei der 3,5er fängt das aber schon so ein bisschen an, dass man da so ein bisschen Watte rausschmeißen muss, damit man das sauber nach unten kriegt. Vor allem haben wir hier jetzt nicht nur diese Löcher, sondern wir haben ja auf beiden Seiten auch nochmal hier diese Metallteile, die ja dazu dienen, das Deck dann zur Airflow auszurichten, zu diesem inneren drehbaren Teil. Und auch hier müsst ihr die Watte erstmal dran vorbei nach da unten kriegen. Ist so ein bisschen fummeliger geworden, finde ich eigentlich. Gut, Airflow finde ich gut. Das hier, naja,
Ich habe hier auch schon mal die Imbusschrauben eingebaut. Verbaut waren ja am Anfang die Schlitzschrauben und ihr seht schon, hier unten gucken noch so ein bisschen Drähtchen raus. Wir können hier auch mit einer Zange, mit einem Seitenschneider drunter gehen und können unten auch nochmal abkneifen. Auf jeden Fall relevant beim Pluspol. Ne? Wenn da der Draht zu weit raussteht, kann er natürlich hier unten auch wieder Kontakt machen. Beim Minuspol nicht ganz so das Problem, wenn da der Draht den Boden berührt, weil ja sowieso hier oben schon Kontakt besteht. Wir haben hier unten nochmal einen kleinen Sumpf, da packen wir die Watte halt rein, plüstern die so ein bisschen aus der Seite und Nachflussprobleme solltet ihr hier in der Regel nicht haben, es sei denn, ihr habt wirklich viel zu viel Watte im Einsatz. Gut, schmeißen wir die mitgelieferten Coils mal runter. Ich fand die ganz okay, haben mich aber jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Ich hatte auch das Gefühl halt, dass die ziemlich spritzen. Merkt man ja immer beim Dampfen, wenn man dann so ein bisschen, ich sag mal, zu viel Feuchtigkeit mitzieht. Das hat man auch zum Beispiel, wenn man Meshwicklungen hat und die zu feucht sind. Wenn die zu viel Nachfluss haben, dass die auch gerne spritzen. Und irgendwann sammelt sich dann oben am Drip-Tip natürlich ganz viel Kondens und Spritzliquid. Von daher schmeißen wir die jetzt mal raus. Und ich mache mir jetzt einfach mal hier eine Standardwicklung mit 0,50er Edelstahl. Ganz normaler Wabendraht auf 3 mm. 10 Windungen sollten reichen, auch für die Breite. Ich kneife das jetzt hier mal Pi mal Augen ab. Also wir brauchen so ungefähr 5 mm oder so an Länge. Das ist vollkommen ausreichend. Gut, der Einbau ist natürlich einfach, wenn man schon mal die entsprechende Beinlänge und Breite hat, müssen wir die Keulen natürlich hier reinlegen. Wir müssen die so ein bisschen anheben, wir wollen die nicht auf dem Deck liegen haben. Und dann drehen wir hier die Schrauben feste. Mit den Imbusschrauben geht das jetzt hier sehr, sehr, sehr gut. Bei den Schlitzschrauben, gerade auch wenn ich jetzt hier wieder Video mache, ärgert mich sonst halt immer, dass ich dann das Schraubenloch halt nicht finde und dann da mit dem Schraubenzieher wild rummache. Das habe ich halt mit den... Hoppala. Imbusschrauben hier in Regel nicht das Problem. Gut, natürlich holen wir die Wicklung dann wieder ab und richten die ein bisschen aus. Das verzieht sich hier schon extrem. Durchs Festschrauben, dass sich das so ein bisschen zur Seite zieht. Aber das kriege ich hier mit dem Edelstahldraht wieder gut ausgeglichen. Dann schiebe ich die Wicklung hier noch ein bisschen schick zusammen und den Rest machen wir dann gleich beim Ausglühen, dass wir da noch ein bisschen das Ganze zusammenführen. Gut, andere Seite natürlich auch noch. Auch wieder ein bisschen anheben, gucken, dass er ungefähr auf dieselbe Höhe kommt. Es ist keine Wissenschaft. Ich weiß nur, dass ich immer unter Videos, wo ich die dann, ich sag mal, in meinem eigenen Stil einbaue, dann kommen immer die Kommentare, dass der innere Monk jetzt gerade wieder hart getriggert und gestresst wird. Ja, auch hässliche Wicklungen können schmecken. Von daher, ich bin jetzt nicht so der Typ, der da 3 Stunden an so einer Keule rummacht, bis die alles im Winkel ist und gerade und dieselben Abstände und ja. Ich glaube auch nicht, dass sich das geschmacklich dann so zu 100% dann wieder auswirkt. Und beim nächsten Wickeln fliegt die wahrscheinlich dann eh wieder raus und es kommt was anderes rein. Gut, wir sind jetzt von der Höhe hier schon in einem Bereich, wo es gefährlich werden könnte. Ich sage könnte. Ihr solltet nämlich immer, nachdem ihr die Wicklung jetzt drauf habt, weil ich hatte es halt beim Wickeln ein- oder zweimal, gucken, ob das noch im Rahmen ist. Wir wollen ja nicht zu niedrig sitzen. Die Airflow, die sitzt ja da irgendwo oben an der Decke. Da wollen wir auch irgendwie hin. Also schnappt ihr euch nach dem Wickeln nochmal, guckt, wie ist der Widerstand. Dann schnappt ihr euch das Gerät, schraubt es zusammen. Das steht jetzt bei mir auf 0,22 Ohm. Und auch wenn ich es zusammenschraube, verändert sich das Ganze hier nicht. Das heißt, die Coil berührt jetzt hier nicht die Airflow und ist also von der Höhe soweit okay. Ich meine, es fällt euch so spätestens auf, wenn ihr das Ganze in Betrieb nehmt. Nur es ist halt ärgerlich, wenn ihr jetzt schon die Watte schön sauber verlegt habt und alles und ihr dann erst merkt, hey, ich habe die Coils so hoch. Also prüft es einmal vorher, dann seid ihr da safe. Gut, dann müssen wir das Ganze jetzt natürlich noch ausglühen. Gehen wir mal ein bisschen Feuer hier drauf. Bringen wir mal ein bisschen Farbe ins Leben. Und dann presse ich die Coil hier nochmal ein bisschen zusammen. Ich mache mal eine klassische Micro-Coil. Und dann lassen wir mal los. Gucken, dass es ein bisschen abkühlt. Und dann gucken wir, ob wir die auch gleichzeitig anspringen und aufglühen. Das sieht für mich okay aus. Und wir haben auch keine Hotspots mehr in dem Sinne. Dann können wir das Ganze auch schon so lassen. Gut, wir brauchen noch so ein bisschen Watte. Ich nehme hier nochmal die Firebolt von Webfly. Die kriegen wir ja dann auch für verschiedene Durchmesser. Ich nehme aber für die 3 mm immer die 2,5er, weil ich das Gefühl habe, dass das relativ viel Watte ist und das läuft auch dann wunderbar. Nehme ich die immer eine Nummer kleiner als angegeben, weil das jetzt hier auch schon vom, ich sag mal, vom Widerstand her soweit passt, dass ich sage, okay, das ist genug. Lassen natürlich jetzt hier noch so ein bisschen stehen. Wir müssen ja nochmal runter in den Sumpf. Zweite Coil auch noch. Ich liebe diese Convenience-Produkte. Normalerweise, wenn ich jetzt hier privat wickel, nehme ich eigentlich nur noch die Mutti-Watte. Aber gerade beim Video machen ist diese Schnürsenkelwatte schon sehr angenehm.
weil da wenig schief laufen kann. Gut, wie lang machen wir die Watte denn? Also wenn wir jetzt hier gucken, wir wollen hier so ein bisschen den Bogen haben und wir wollen, dass die bis runter geht. Dann sehen wir natürlich jetzt, das ist hier viel zu lang. Drücken wir hier mal so ein bisschen die Wickelhilfe rein, dann haben wir so einen leichten Abdruck und dann schneiden wir das Pi mal Daumen da in dem Bereich ab. Andere Seite genauso. Einmal reindrücken und dann schneide ich auch da möglichst gerade nochmal das Ganze ab. Gut. Wenn ihr wollt und ihr meint, es ist zu viel Watte, könnt ihr natürlich jetzt das Ganze nochmal ein bisschen ausdünnen und die Schnittkanten hier so ein bisschen rausholen. Ja. Boah. Ich mache es immer bei den Videos. Irgendwie, weil es alle machen. Aber wenn ich den jetzt hier irgendwie ohne Kamera wickel, lasse ich es meistens weg. Wenn ich dann irgendwann die Erfahrung mache, oh, Nachflussprobleme. Und das ist nun mal die enge Stelle hier bei dem Verdampfer, da wo man die Watte halt durch die Kanäle packt. Und wenn man da zu viel hat, macht man es natürlich dicht. Dann mache ich es. Aber bei den meisten Verdampfern heute braucht man es nicht mehr, weil die vom Konzept her eigentlich auch ohne viel Optimieren funktionieren. Also diese ganzen Topcoiler zum Beispiel, da habe ich da gar keine Probleme mit. Aber hier gerade bei solchen Systemen macht es manchmal nochmal Sinn halt, auch so ein bisschen auszudünnen. Dann solltet ihr halt gucken, kommt die auch wirklich da unten so ein bisschen auf Boden an. Zumindest mal ein paar Fasern, damit wir auch den letzten Rest hier unten rausholen. Andere Seite auch noch. Das ist hier ein bisschen fummeliger, dadurch, dass ja davor dieses Blech hier sitzt, an dem wir auch noch vorbei müssen. Also bei Verdampfen, wo unten einfach nur so eine runde Öffnung ist, fällt mir das wesentlich leichter. Aber ist zu schaffen. Die darf hier sowieso nicht über diese Bleche drüber stehen, weil da kommt schon direkt die Glocke und greift. Das heißt, die Wicklung darf gar nicht viel breiter als so sein. Die wird sonst auch zu extrem gequetscht. Also verteilt die Watte hier gerade in dem Bereich so ein bisschen, dass er die nach außen macht. Dass jetzt hier ausnahmsweise mal nicht so ein dicker Bogen ist, was man ja sonst immer ganz gerne macht, weil wenn man hier gerade runter geht oder so, knickt man die Watte und es hat auch immer dann Auswirkungen auf den Nachfluss. Aber hier kommt sowieso gleich die Glocke und drückt hier so gegen die Watte dagegen. Also guckt halt, dass er euch hier nicht so viel Platz eher in die Breite geht und nicht nach außen hin gewölbt seid oder so. Gut, dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Liquide. Ich schnappe mir jetzt hier mal von Spiderlabs das neue Power Cola. Das habe ich letzte Woche für mich entdeckt. Also Cola ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, weil ich finde immer, Cola ist halt zu intensiv. Ist ein sehr dominanter Geschmack, sage ich mal. Und die Mischung, die jetzt hier gefunden haben, ja, eigentlich ist es nur ganz viel Süße mit hinten dran so ein bisschen Cola. Aber irgendwie mag ich es. Gerade im DL finde ich es halt, man kann es länger dampfen. Cola bin ich sonst immer nach einem Tank satt. Aber das habe ich jetzt schon seit letzter Woche in Benutzung und noch bin ich es nicht satt. Also von daher schauen wir mal. Ich gebe mal ein bisschen Feuer hier. Dann verteilt sich das Liquid hier auch entsprechend schneller. Packen wir es hier mal drauf. So, ich glaube, jetzt ist alles nass. Und dann schnappe ich mir jetzt nochmal abschließend den Gasbrenner und könnte auch ein Feuerzeug nehmen. Zünd die Wicklung nochmal an. Ist ein bisschen für die Optik. Und ja, die meisten sagen dadurch, dass man das abflimmt, hat man nicht mehr so einen Fasergeschmack. So die ersten paar Züge. Und die Wicklung, muss ich sagen, sieht natürlich auch innerhalb von Sekunden wesentlich hübscher aus als vorher. Dadurch, dass sie nicht mehr ganz so flusig ist. Gut, sieht gut aus für mich. Drücken wir nochmal auf den Knopf. Dampft auch, also machen wir jetzt die Glocke drauf. Das ist hier zumindest bei dem System auch möglich, ohne das Gerät abzuschrauben vom Akkuträger. Einfach gucken, dass der die Öffnung findet und dann weiter drehen, bis das Ganze feste ist. Und gut, dann brauchen wir natürlich noch Liquid. Ja, der Pfeil funktioniert natürlich jetzt hier nicht. Wenn ich das Trip-Tip abnehme, schon. Und wenn ich es lose drehe, um es mit Trip-Tip zu machen, ist der Pfeil nicht mehr da, wo er hingehört. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich drücken muss. Also die Markierung, ja, macht hier auch keinen Sinn. Die Airflow kann ich auch bewegen. Nun gut, nehme ich hier das Trip-Tip halt ab oder ihr packt halt ein Trip-Tip drauf, was diese Kindersicherung hier nicht hat. Dann könnt ihr den natürlich auch ganz normal benutzen. Gut, Liquid rein. Ja, 5 ml sind wunderbar. Drückt hier nicht zu feste, weil dadurch, dass die Glocke direkt unter dem Befüllloch anfängt, neigt er sonst dazu, euch das wieder entgegenzuspucken. Also hier ein bisschen, ja, geduldiger und entspannter. Wir sind ja ruhige Dampfer jetzt, wir sind ja keine hektischen Raucher mehr. Lasst euch ein bisschen Zeit, Spannung.
Und dann machen wir das Ganze hier wieder zu. Und dann packen wir der Drip-Tip wieder drauf. Und suchen uns noch einen passenden Gunmetal. Oder was für eine Farbe auch immer ihr habt. Vielleicht habt ihr euch auch Regenbogen geholt. Dafür, damit wir hier auch eine schöne Optik haben. Gut, damit wären wir hier unten dann aber auch fertig. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach oben. Und kommen so langsam zum Fazit und zum Geschmackstest. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Hast du ein Gefühl irgendwie? Ne? Ich habe einen Drucker RDA getestet als letztes. Jetzt kommt der Dead Rabbit RTA in der V2. Die kamen so in ihren Kisten und gucken, was lief denn gut. Machen wir mal ein bisschen besser und dann schmeißen wir es nochmal auf den Markt. Ich habe den jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. So als Spitzengerät oder so. Ich habe den, glaube ich, nicht viel genutzt. Die V1. Aber die Unterschiede sind halt da. Wir können sie mal eben benennen. Also wir haben jetzt oben eine Airflow, die hat einen Anschlag. Wir haben einen Befüllmechanismus, der schiebbar ist, wo ich nicht mal die ganze Topcap abdrehen kann. Wo ich aber jetzt hier das Drittipp abnehmen muss. Zumindest mal das, was mitkommt. Weil wir ja diese Kindersicherung haben. Oder oben lose drehen muss, aber dann nicht mehr weiß, wo die Markierung ist zum Aufschieben. Dann haben wir im Inneren jetzt keinen Schlitz mehr vor der Wicklung sitzen, sondern wir haben eine Honeycomb Airflow bekommen. Und das Wickeldeck sieht jetzt noch hasenohriger aus, dadurch, dass die Form nochmal noch ein bisschen verändert haben. Das waren nämlich vorher nur so eckige Blöcke. Und wir haben unter dem Verdampfer jetzt einen Hitzeschild Plastik-Dingsbums, was dafür sorgt, dass die im Verdampfer entstehende Wärme sich nicht auf den Akkuträger oder nicht mehr in dem Maße auf den Akkuträger überträgt. Das wären so kurz gefasst halt die Neuerungen oder die Änderungen, die es jetzt bei dem Gerät gibt. Ja, wo fange ich an? Also die Honeycomb Airflow, die hört man halt auch, die macht das Ganze ein bisschen pfeifiger, liegt aber auch daran, dass dieses innere bewegliche Teil halt nicht das dickste Material ist und da wir kurze Kanäle haben mit scharfen Kanten am Anfang und am Ende, lässt sich das auch nicht umgehen. Die Airflow lässt sich gut verstellen, greift aber erst so ab dieser Einstellung. Also das ist ungefähr das, wo wir noch jetzt keinen Unterschied merken. Wenn wir es jetzt ein bisschen strenger machen, erst dann merke ich, dass die Airflow da so ein bisschen auch Einstellung macht. Weil die Löcher zusammen scheinbar oder vom Zugwiderstand her, ihr bemerkt es erst, wenn es kleiner macht als das, was ich gerade gezeigt habe, dass man wirklich auch einen strengeren Zugwiderstand hat. Akustik ist dieselbe. Halt so ein leicht pfeifiges Rauschen. Ich sage es nur dabei, weil es gibt einige da draußen, die sind da sehr empfindlich, was die Akustik von ihren Verdampfern, also ich nenne die immer die audiophilen Dampfer, die gar nichts hören wollen. Ne? Also wir sind hier bei einem leichten Pfeifen. Ich finde, das ist nur okay, aber ich habe es genannt. Wickeln, relativ einfach. Wir haben Postless Deck, sollten sich inzwischen alle dran gewöhnt haben. Ist jetzt nicht viel schwieriger als alles andere. Auch bei einem Velocity Deck muss ich gucken, wie lang die Beinchen sind. Wenn ihr diese Abschneidehilfen habt, dann macht 5 mm an Beinchen unten an die Coil. Dann sollte es klappen. Geht nicht über 3,5 mm vom Durchmesser her, der Coil. Wir haben eine Grenze nach oben, wo dann die Airflow anfängt. Ich habe es mit 4 mm Coils versucht und ja, hat nicht so gut geklappt. Ihr könnt euch ja vorstellen, ne? Schöne 4 mm Coil hatte ich noch hier für Brunhilde, Custom, Handmade. Hab die eingebaut, schön die Watte verlegt und aus 4 mm Coils kommt viel Watte. Da musste ich dann noch ganz viel ausdünnen und dann mache ich den Deckel drauf und dann kam Atomizer Short. Dann habe ich noch versucht, provisorisch die Coils noch niedriger zu setzen und habe dann aber gesehen, nee, passt vom Durchmesser und von der Größe nicht. Also hier 3,5 mm macht er Schluss, geht dann nicht viel höher und guckt, dass er die nicht zu hoch zieht, weil sonst habt ihr da halt ein entsprechendes Problem mit dem Kurzschluss. Wir können die Beinchen unten nochmal kürzen, finde ich auch gut. Also dass man dann nachher nochmal unten abschneiden kann ein Stück, braucht aber hier wirklich dann nur beim Pluspol drauf zu achten. Wenn da zu lange raussteht, würde ich es auf jeden Fall immer abkneifen. Nicht, dass er da nochmal auf euch einen kurzen baut oder so.
Ja, geschmacklich. Wo ist er denn da? Können wir uns auch mal angucken, oder? Ich habe jetzt hier ein sehr intensives Aroma drin. Ich habe den aber auch mit anderen Sachen getestet. Hat ja eben angedeutet, dass ich ja kein Cola-Fan bin, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist jetzt auch Cola-Zeit für mich. Vielleicht habe ich es die ganze Zeit nicht gemocht und plötzlich schmeckt mir alles mit Cola. Aber das ist wieder ein sehr süßes natürlich Liquid. Wir haben eine schöne Cola-Note da drin und wir haben auch so was Säuerliches, was so ein bisschen, es ist nicht zitronig, aber wir haben so einen Säureanteil da drin, der das Ganze so ein bisschen spritzig macht. Also, wenn ihr auf Cola steht, lecker. Ja, Geschmack ist da. Komischerweise habe ich jetzt mit meinen gefuddelten Micro-Coils, die ich jetzt da reingebaut habe, aus ganz normalem Edelstahldraht, einen besseren Geschmack als mit den Coils, die mitkommen. Die fand ich sowieso ein bisschen komisch. Die haben sehr gespritzt, was dazu führte, dass das so gegen die Honeycomb Airflow spritzte und dann dazu führte, dass man so zu dem pfeifigen Rauschen noch so ein bisschen Gurgeln dazu bekam. Die spritzt jetzt irgendwie nicht mehr und Geschmack ist auch viel besser. Nachfluss ist da, obwohl ich jetzt auch bei 63 Watt schon so ein bisschen höre, dass die Keulen nachknistert, aber das ist noch im Bereich des Normalen. Wenn ich jetzt viel höher gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch die Watte ausdünnen müssen bei dem Setup, was ich jetzt hier drin habe. Ich bin jetzt hier bei 0,28 Ohm. Ich habe aber auch schon richtig knalligen, kräftigen Geschmack da, aber es ist jetzt hier auch ein knalliges Liquid. Vorher bei der Entwicklung war der aber auch vom Geschmack her eigentlich recht intensiv. Ihr müsst die Coil aber auch Richtung Airflow bringen. Also das ist halt, auch da wieder so ein bisschen schwierig. Was ist die richtige Höhe? Irgendwo ist Kurzschluss, aber kurz davor ist halt der Geschmack am besten. Also da müsst ihr vielleicht ein bisschen rumexperimentieren. Oder wie ich gezeigt habe, baut die Coil ein, macht die Glocke drauf, schraubt die runter, guckt, ob euch der Widerstand ändert und dann könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen höher gehen oder so. Ist hier gerade wichtig, ist bei den ganzen Topflow, also die Airflow von oben haben, immer ein wichtiges Thema, dass die Coil in der Airflow auch oder in der Flussrichtung der Luft auch so ein bisschen angestrahlt wird von allen Seiten. Das war auch schon, sag ich mal, die Kunst früher beim OBS Engine, beim alten Entchen, dass man da oben eigentlich nur so zwei Löcher hatte und dass man die Coil wirklich da drunter heben musste. Dann hatte das Entchen auch einen sehr guten Geschmack. Wenn man die aber einfach direkt aufs Deck unten drauf geschraubt hatte, dann war der Geschmack gar nicht so gut. Von daher auch hier wieder wichtig, dass man da so ein bisschen Richtung Airflow geht. Die ist sehr groß gefasst. Ihr habt ja gesehen, da ist ein riesen Gitter mit, da hätten wahrscheinlich zwei oder drei Reihen mehr Sinn gemacht. Dann könnte man sich auch ein bisschen orientieren, wo die Coil am besten hinkommt. Ja. Im Großen und Ganzen kein schlechtes Gerät. Verarbeitung ist soweit top. Preis ist auch okay. Bis auf die genannten Geschichten halt. Airflow macht im letzten Bereich erst Sinn, ist pfeifig, egal wie ich es einstelle. Wir müssen aufpassen wegen der Coil, wo wir sie hinpacken, Kurzschlüssen und so weiter. Wickeln ansonsten aber recht einfach. Topfel, Drip-Tip, blockiert, muss ich abnehmen. Ja, dann habe ich nicht mehr so richtig den Vorteil im Vergleich jetzt zur Kappe, die ich abschraube oder so. Wenn ich ein anderes Drip-Tip drauf packe, dann kann ich auch einfach so schieben und aufmachen. Aber ist auch immer für einige interessant, diese Blockierung, wenn sie in die Tasche packen, weil diese Schiebemechanismen, die rasten ja nicht ein. Und dann läuft dir der ganze Verdampfer in die Tasche oder in die Hose und ist natürlich dann auch nicht schön. Gut, ich glaube, ich habe genug gelabert. Ich würde sagen, wir belassen es einfach mal dabei. Sollten noch wichtige Fragen übrig geblieben sein, packt sie runter in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten, so wie immer, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke.